Ja, willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute zeige ich euch meine Ausbeute von der Animagic, was ich mitgebracht habe. Anschließend will ich darüber berichten, wie die Messe war. Ja, let's go. Bevor ich hier anfange, will ich euch sagen, was ich mitgebracht habe, wie zum Beispiel Mangas, die vergriffen sind, limitiert, oder Mangas, die im Voraus erscheinen. Noch Kleinigkeiten wie Jiginshis und Postern. Ja, fangen wir mal an mit einer Mikey Sakari, frech verliebt. Band 16 und 19 sind beide verlagsvergriffen. Ich hatte das Glück, dass ich das gefunden habe bei Manga Mafia in Mannheim. Da hatten die ganz viele Sachen, die vergriffen waren, aber ich brauchte dann halt das für die Sammlung. So, die anderen Bände werde ich noch nachkaufen. Ich weiß schon wo. Ja, mal sehen, ob ich das noch bekommen werde. So, als nächstes habe ich hier einen Manga, wo der Mangaka auf der Messe war. Da hatte ich leider kein Glück gehabt, ein Autogramm zu besorgen. Ist halt nicht so schlimm, kann passieren. Und zwar von Nora Aufstieg. Ist ein Gaming-Manga. Und da habe ich nur den ersten gekauft. Ja, jetzt den zweiten dazu gekommen. Ja. Als nächstes habe ich hier Zero of the End Band 5 und 6 mit dem alten Logo. Die beiden sind schon verlagsvergriffen, das heißt, das alte Logo werden wir nicht mehr bekommen, sondern mit Crunchyroll Logo, und kostet jeweils mit dem neuen Logo, ja, 8,50 €. Beim alten Logo knapp 7 €, deswegen habe ich mir das alte geholt und das passt dann auch besser im Regal. So muss es auch sein. Mal sehen, ob ich das noch verfolgen werde oder noch schaffen werde mit dem alten Logo, weil es momentan, ja, schwer ist, das zu bekommen. So, als nächstes habe ich hier No Guns Live Band 9. Auch der ist verlagsvergriffen. Da hat mir ein Kumpel mitgeteilt, dass das ausverkauft ist. Und da ich den ersten Band schon hatte bei mir stehen, will ich dann noch nachkaufen. Und wenn ich den neunten Band nicht hätte, dann wäre es bei mir nicht komplett. Und das muss ja auch nicht sein. So, dann war ich bei Tokipop Stand. Da gab es den zweiten Band von Windbreaker. Hat einen kleinen Touch wie Tokyo Revengers. Aber ich finde Windbreaker ein bisschen besser als das eine, weil das nicht so, ja, nicht so krass ist. Das andere ist schon brutal und deswegen finde ich das leichter, ein bisschen besser. Genau. Hüterin der Drachen Band 4. Call of the Night Band 5 und 6. Dazu gab es noch Shikinshis. Das zeige ich euch gleich oder jetzt. So sehen die aus. Genau, dann war ich bei Manga Kult, mein Lieblingsverlag, eindeutig. Und zwar habe ich hier eine neue Serie von Shadows House. Band 1 für knapp 9 €. In der Erstauflage haben wir hier so ein Mini-Print mit Farbseiten. Einmal vorne und einmal hinten. Dann zeige ich euch ganz kurz, wie es hier aussieht. Soll ein düsteres Werk sein. Ich habe das noch nicht gesehen oder gelesen. Deswegen lasse ich mich überraschen. Und die Schrift. Das alles insgesamt, was ich hier mitgeteilt habe, mit extra Farbseiten, gibt es nur in der Erstauflage. Finde ich ganz nice. Man sieht, dass die Kollegen das vernünftig machen. Genau. Der Grund dafür, warum ich auf der Animagic war, ist das hier. Da gab es limitierte Sachen bei Manga Kult von Z-Man und Colonist Band 1 und Band 1. Das werde ich dann demnächst auspacken. Dann kann ich euch die limitierten Sachen zeigen auf YouTube. Lasst euch einfach überraschen. Und Z-Man habe ich vor 5 Jahren vorgeschlagen und jetzt haben sie halt rausgebracht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr das gemacht habt. Und mal sehen, was noch so kommt bei euch. Ich habe schon gesehen, Happiness kommt auf jeden Fall bei euch. Da freue ich mich schon drauf. Aber mal sehen, was dann noch für Sachen kommen werden. Genau. Dann war ich bei einem Manga-Stand. Da habe ich den lieben Daniel getroffen. Ist ein deutscher Mangaka. Sein Werk heißt Giovantori. Erscheint im Großformat für 20 €. Da gibt es ein Mini-Print
Und das Werk erinnert mich ein bisschen vom Stil her an Blame oder Dorohedoro. Ja, und da hatte ich ein kurzes Interview mit ihm geführt, ganz spontan. Das habe ich auf TikTok hochgeladen, da könnt ihr gerne reinschauen, das verlinke ich hier drunter. Und dann mal sehen, was sie dazu sagt. Richtig, so. Dann war ich bei Panini. Da gibt es zwei Leseproben von verschiedenen Mangas, die ich schon kenne. Joker als Vater und Batman als Kind. Dann da habe ich das hier schon gelesen. Dogen Anki. Fand ich ganz nice, die Leseprobe. Und dann gibt es noch andere Leseproben von verschiedenen Mangas, wie zum Beispiel Star Wars, Deadpool und so weiter. Ja. Dann habe ich als nächstes Batman als Manga. Ist der selber Zeichner von Ultraman. Sieht man sofort, dass es von denen kommt. Ja. Dann freue ich mich schon hier auf Night of the Living Cat. Band 3 erscheint normalerweise erst im August, Ende August. Das darf ich hier ja bald lesen. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es hier geht, da geht es um Katzen und Menschen. Diese Katzen waren mal Menschen und es gab Katzen, die haben ja Menschen angefasst oder gekratzt und dann sind sie halt zu Katzen geworden. Das ist halt dieses Virus, das muss verhindert werden. Gut. Dann habe ich hier ein Anime. The Phoenix von Osamu Tezuka. Ich glaube, das Ganze ist nicht abgeschlossen mit 3. Da gibt es noch andere Filme oder Serie von The Phoenix. Cool, dass es sowas gibt. Für 10 Euro habe ich das gegönnt. Ja. Ja, dann gibt es hier noch Autogramme. Wie zum Beispiel von Daniel Bansabo. Und von Susanne. Dann was anderes als extra, weil ich den Manga dazu gekauft habe, gab es das hier. Da hat mir der Daniel erzählt, für so ein Bild braucht er ziemlich lange, so 17 Stunden oder 70 Stunden. Hat auf jeden Fall gedauert. Finde ich ganz nice. Sieht sehr düster aus. Mal sehen, wie der Manga ist. Ich habe hier noch ein paar Extras, wie zum Beispiel das hier, eine Unterschrift von jemand, also Felix oder Daniel, wie der wieder heißt, weiß ich nicht mehr, kann ich hier nicht sehen, von wem das kommt. Dann ein Poster von Star Wars, von Batman. Nano Kaoru ist ein edgy Manga. Night of the Living Cat von Band 3. Sieht auch richtig gut aus. Und von Band 1. Auch das werde ich dann aufhängen. Ich muss nur schauen, wo ich Platz habe. Dann gab es hier noch Postkarten und verschiedene Animes. Gab es bei Peppermint Anime. Und von Altreverse solche Dinge. Gab's da. Bei KSM Anime habe ich mir das hier geholt, was es demnächst einen Anime-Film gibt im Kino von Slam Dunk. Mega cool, dass es sowas gab. Dann ein Basketball mit einem Schlüsselanhänger. Schwitzband, genau. Diese Buttons,
Ja, das war's jetzt auch mit meiner Ausbeute. Jetzt sage ich euch meine persönliche Meinung am ersten Tag auf der Animagic. Ich muss sagen, mein Tag verging ganz schnell. Ich habe viele Sachen besorgt, was ich gerne haben wollte. Aber ein Tag hat nicht ausgereicht. Deswegen plane ich nächstes Jahr alle 3 Tage dort zu sein. Und ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe viele Leute getroffen, die ich treffen wollte. Ja, nur halt schade, dass die Zeit knapp war. Und vielleicht, wie gesagt, bleibe ich da halt länger, wie sonst immer. Mal sehen, ob es nächstes Jahr stattfindet, dass ich dort sein werde. Aber die Animagic war eigentlich nicht geplant. Der Grund ist, weswegen ich da war, halt diese limitierte Sachen von Manga-Kult. Das habe ich mir jetzt gegönnt. Genau, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst mir ein Däumchen da noch rum und kommentiert mal, was ihr gehört habt oder was ihr gerne hättet. Lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Peace.